Testo. Das ist naturell, Bro. Guck mal, das ist naturell, oder? Bruder, diese Haare sind naturell, Alter. Was ich redest du? Ich auch von Testo. Wenn der Mundschutz reinkommt, hab ich gehört. Wird's ernst hier. Alles, was du willst, Schatzi. Leute, ich kämpfe am 25.03. bei NFC in Dortmund. Das ist der Titelkampf. Für mich geht es bei diesem Kampf um alles. Es ist für mich persönlich der wichtigste Kampf meiner gesamten Karriere. Und ich werde wieder Champion. So viel will ich sagen. Ich kämpfe am 18. Februar, ich gebe mein Profidebüt. Ich würde euch allen empfehlen, da hinzukommen. Ich werde auf jeden Fall eine miese Schlacht liefern. Hallo zusammen, heute, wie versprochen, im Spirit. Wir sind hier in der Tiefgarage schon, die Fahrt haben wir euch erspart. Wir fangen gleich an. Wir haben heute sehr viel auf dem Programm eigentlich. Um 11 Uhr ist Grappling. Ich bin mir nicht sicher, ob BJJ oder Nogi. Werden wir aber gleich sehen. Wir werden ein Interview mit Fighting führen. Wir werden euch zeigen, was wir zeigen dürfen. Was nicht, steht ihr halt nur bei Fighting, exklusiv. Und danach gibt es noch ein Pratzentraining hier im Spirit. Selber war ich noch nie donnerstags hier. Ich komme immer nur samstags zum Sparring. Ich würde sagen, das ist Gym Nummer 2 und eins der besten wahrscheinlich, die ich besuchen werde. Also, auf geht's. Aber ich habe gar nicht so hart gemacht. Das kam nur wahrscheinlich so hart, weil wir beide schwer sind. Ich glaube auch, das war einfach die letzte Runde. Man hat die Karte ja schon nicht. Ja, und dann gehst du, ich gehe halt immer so, boom, so rein, dann noch mit dem ganzen Gewicht, weißt du? Das ist ja, ja, okay. Das war schon auch so zwei. Guck mal, weil die waren richtig lecker. Okay. Ey, bis gleich. Profikarriere ist schon hier. Ist schon hier vorbei, Alter. Wenn der Mundschutz reinkommt, habe ich gehört, wird's ernst hier. Wann sehen wir dich wieder kämpfen? Ich hoffe bald. Kannst du sagen, dann wo? Wo weiß ich noch nicht. Aber bald auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den ersten. Also März, April. Und alle weiteren Infos findet ihr auf Instagram. Wie lief die erste Runde gegen Rora? Gegen Vladimir? Ja. Es lief gut, ja. Man merkt den Gewichtsunterschied, aber er ist sehr stark, er hat gute Technik und es war eine gute Runde. Ja, auf jeden Fall. Wann können wir dich wieder kämpfen sehen? 18. Februar, ich muss jetzt weiterarbeiten. Perfekt. Thank you.
Grappling ist vorbei, Glück gehabt, hatten Nogi, starke Jungs, haben 5 Runden, 5x5 gegrappelt. Auf jeden Fall achtet mal auf Ali Nazir, der wird wahrscheinlich demnächst kämpfen, und Fedor Dukic, der kämpft bei NFC 12 in Bonn. Wichtig, dass man in der Pause tief mit der Nase einatmet und den Mund wieder raus. Da viel mehr Luft danach. Also Max, wie wichtig ist das Pratzentraining für einen Wettkampf? Was für ein Training? Pratzentraining? Pratzentraining. Pratzentraining ist sehr wichtig, weil man den Gegner, den Partner pushen kann mit Kombinationen, den Moment trainieren kann, wann man eine Kombination reinbringen kann. Der Partner kann das Ganze auch sehr gut imitieren und natürlich die Cardio, die auch entscheidend ist. Deswegen ist Pratzentraining sehr, sehr wichtig für den Athleten, sehr, sehr wichtig, um die Sachen, die Bewegung zu schleifen. Leute, ich kämpfe am 25.03. bei NFC in Dortmund. Der Titelkampf. Für mich geht es bei diesem Kampf um alles. Es ist für mich persönlich der wichtigste Kampf in meiner gesamten Karriere und ich werde wieder Champion. So viel will ich sagen, so viel werdet ihr sehen. Einfach Vollgas, 10 Training ist vorbei, war hart, 1,5 Stunden mit Wally. Kranker Typ, seht volle Matte, alle geben Vollgas.
Jetzt kommt noch kurz Backstage mit. Sorry. Hast du schon mal so einen interviewt? So nass? Aber coole Schwarzer. Ja, das habe ich von einem coolen Typen. Sieht man sofort. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit einem der Protagonisten von NFC 13. Das Ganze wird stattfinden am 25.03. in Dortmund in der Westfalenhalle. Noch gibt's Tickets unter fighting.de/tickets. Also wenn ihr noch keins habt, dann besorgt es euch gerne. Ja, ich denke mit meinem Distanzgefühl, mit meinem langen Arm. Ich meine, er ist auch lange. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist es eher so ein Bauern-Kickboxen. Deswegen. Und ich meine, Florian ist ein starker Gegner, alle seine Kämpfe wurden vorzeitig gefinisht. Entweder hat er gefinisht oder er wurde gefinisht. Ich kann euch leider nicht das ganze Interview zeigen. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann geht auf fighting.de, auf YouTube. Link wird in der Bio sein, sobald das Video online ist. Und schaut euch das Interview an. So einfach. Und lasst uns einen Daumen hoch da, sonst gibt's Ärger.